Zuerst aber zum Dieter Lüthi. Schon als kleiner Bub ist er ein riesen TÜV-Fan. Je älter er wird, desto schwerer und schneller werden auch seine Maschinen. Wenn er mit seinen TÜV-Kollegen Zeit verbringen kann, ist er happy. Und für eine lockere Stimmung sorgt auch immer der Alkohol. Dieter liebt Motorräder. Bereits mit 10 Jahren fährt er mit seinen Freunden im Dorf um die Wette. Wenn ich TÜV gesehen habe, auch schon als Kind, das hat mich einfach fasziniert. Das hat einfach mal den Lärm. Und jetzt gerade bei dem Modell, das man hier sieht, der Ton, das ist auch in der Szene, das ist eigentlich der schönste Ton von einem TÜV. Es ist so ein Blubbern. So. Das klingt so schön. Und dann haben mir die Typen immer auch gefallen, wie die sich gegeben haben. Und ich hatte das Gefühl, ja, die lassen sich auch nicht alles sagen. Das hat mir natürlich gepasst. Auf dem Bike hocken ist ganz sicher mal Freiheit. Es ist auch ein bisschen ein Erhabungsgefühl. Es ist so schön, so cruisen. Und einfach, du hast alle Möglichkeiten. Dort, wo die Strasse hat, dort kannst du her. Es ist einfach wunderschön. Als wir jung waren, waren wir etwa von Betterkingen Aschisee mit den Töffeln noch. Schlafsäcke mitgenommen, haben grilliert, gefestet und plagiert. Feierlich Bier runtergelaufen. Und dann hatten wir die ersten 125er. Und dann haben wir aber etwas grössere Touren unternommen. Manchmal hat man dann schon zu viel getrunken. Und mit der Zeit hat man angefangen zu kiffen. Und ja, das hat dann auch Dimensionen angenommen, die nicht mehr gut waren für das Fahren. Damals beginnt Dieter eine Lehre als Dekolleteur in der Uhrenindustrie. Doch die mikroskopisch kleine Mechanikerarbeit gefällt ihm gar nicht. Gekifft habe ich, weil alle gekifft haben, als ich mit ihnen verkehrt habe. Und so hat es dann angefangen, mal einen ein bisschen Cola gebracht zum Schnupfen. Und dann ist Heroin dazugekommen. Das hat sich halt summiert, ging wie mehr. Und irgendwann habe ich gemerkt, Scheiße, ich habe einen Moni. Da hast du richtige Schübe und Entzugserscheinungen. Und das war schon heftig, als ich das auch festgestellt habe. Wegen der harten Drogen ist Dieters kleiner Verdienst jeden Monat schnell weg. Er hat auch kein Geld mehr für ein Motorrad. Er sieht keine andere Möglichkeit, als mit dem Dealen anzufangen. Dann, als ich Drogen genommen habe, habe ich pro Tag zwischen 500 und 1000 Franken gebraucht. Aber wenn es wirklich auf ein Minimum, dann länger 200 da. Aber meistens, wenn du Drogen nimmst, wenn du es hast, dann nimmst und nimmst und nimmst und nimmst. Und, ja, das ist dann schon relativ teuer. Und wenn du so viel Geld brauchst pro Tag, dann fährst du irgendetwas an machen, wo du das Geld kommst. Ich habe von Dealen, andere Stellen, was weiß ich. Auf jeden Fall legal ist es fast nicht möglich, das zu bestreiten. 1983 wird Dieter zum ersten Mal beim Dealen erwischt. Er wird zu mehreren Monaten Haft verurteilt. Ich war da natürlich nicht so schlimm, dass ich jetzt auf den Dorfberg gekommen bin, aber schlimm nur für Witzwil. Und das ist der offene Strafvollzug. Was sie mir hat ausgelöst hat, ist das erste Mal, als sie mich verwünscht haben, hatte ich wirklich so ein Haarerlebnis. Es geht also nicht immer reibungslos. Und ich hatte auch Respekt gehabt, was passiert jetzt. Jetzt kenne ich Drogen mehr. Ich werde ganz sicher einen Zug machen. Trotzdem kann Dieter nicht die Finger davon lassen. Ich bin mehrere Mal beim Dealen verwünscht worden. Weil es ist einfach so, du hast keine andere Wahl. Du kommst raus, du weißt es genau. Es könnte wieder klepfen. Was willst du denn machen? Und dann habe ich wieder dealt, oder wieder rein, wieder raus. In seiner Familie war der Glaube kein Thema. Trotzdem hat sich Dieter schon früh immer gefragt, ob es vielleicht doch einen Gott gibt. So auch im Gefängnis. Oh, das ist viel Zeit im Gefängnis, zu viel sogar. Man denkt, wieso bin ich jetzt wieder hier, warum ist es wieder so? Und irgendwie muss doch noch jemand Hilfe geben. Oder? Und dort in der Zelle, für mich, musste ich einfach sagen, hey, was hast du zu verlieren? Und ich bin hergekocht auf mein Bett. Dann habe ich gebetet und gesagt, Gott, dass es dir gibt. Hey, komm, hilf mir, ich weiß nicht mehr weiter. Also, ich war wirklich am Anschlag. Dieter macht im Gefängnis jedes Mal einen Drogenentzug. Trotzdem denkt er nur an Drogen, wenn er rauskommt. In Bern, in Negaligasse, gibt es eine Drogenabgabestelle. Der ist links, ist das Fixerstübli.
Und rechts war aber noch das Comeback, zumal Gassenhilfe, christlich. Und ich bin dort runter. Und ich weiss auch nicht warum. Ich bin auf jeden Fall rechts rein. Und es hat so gut geschmeckt gerade dort. Und dann kam schon jemand zu mir. Und ja, schön, bist du hier. Und komm, wir essen gerade, hock zu. Ja, auf jeden Fall haben wir gegessen dort. Und dann ist einer zu mir gekommen. Und hat mich gefragt, wie es mir geht. Das waren die ersten 300 Tränen schon da. Dann ist mir wirklich scheiße gegangen. Ich konnte dann alles erzählen. Ich habe dann wirklich gemerkt, das erste Mal in meinem Leben, wie das ist, wenn man den Rucksack leeren kann, den man hat. Den Seelenrucksack. Oder? Ja, und dann habe ich etwa nach 2 Stunden habe ich dort mein Leben Jesus übergeben. Und gesagt, ich will das probieren. Nach diesem Gebet schöpft Dieter Mut für Veränderung. Er zieht in eine christlich-therapeutische WG. Bald lernt Dieter in einem Gottesdienst seine heutige Frau Corinne kennen. Sie werden ein Paar und Corinne unterstützt ihn, einen gesunden Lebenswandel zu leben. Du musst wirklich das einfach auch schaffen. Das fängt bei kleinsten Sachen an. Das ist, wenn du zum Morgen nimmst, dass du dein Zeug abräumst, auch mit Leuten umgehst, all die Sachen. Die Herausforderung war die, dem gerecht zu werden, dass ich den Weg wirklich gehe, den ich gehen will. Und nicht, dass ich wieder anfange, Schlünke machen, sage ich jetzt dem. Oder? Und gleichzeitig eine riesige Bereicherung, wo ich einfach merke, es funktioniert. Seine erste Ausbildung musste Dieter damals abbrechen. Nach der Therapie entscheidet er sich für eine Lehre als Bauer. Diese schließt er erfolgreich ab. In dem ganzen Prozess, wo ich mit dem christlichen Glauben einfach mich als Anfang auseinandersetzt, bin ich auch noch mal gereift, weil ich habe Leitplanken, wo ich mich gut dran haben kann. Ich hatte noch Mankos. Ich war früher jetzt schon eher der, da konnte ich nicht so wirklich auf mich verlassen. Ja, heute ist es anders. Als Dieter eine Familie und eine feste Arbeit hat, kauft er sich wieder ein Motorrad und geht regelmäßig auf Tour. Manchmal auch mit seiner Frau. So nach 20 Jahren, als ich keine Töpfe mehr hatte, ist das wieder Kuchen und die Nidle, und die Kirsche und noch Sahnehäubchen. Etwa so muss man das verstehen. Und ich musste so viel noch erledigen. Und das hat einfach nicht gestimmt, wenn ich Töpfe fahren würde. Und sonst noch Schulden habe. So. Mir hat es einfach durch, zuerst das eine erledigen. Und das ist jetzt wie eine Belohnung für das Ganze. Doch nach ein paar guten Jahren wird Dieter der Druck zu groß. Die Anforderungen bei der Arbeit, als Vater und Ehemann, werden ihm zu viel. Plötzlich kam das Reissen. Ich bin auf Bern, habe ein bisschen Alkohol getrunken, also ein bisschen, ja, 2-3 Bier, noch ein bisschen Wein. Und dann habe ich mir Stoff besorgt. Dann habe ich eine Überdosis gemacht. Ich weiss nur noch, dass ich jetzt Tatü gemacht habe. Und dann im Spital, wo ich erwache, der Doktor hat mich gefragt, wisst ihr, wer ihr seid? Wie heisst ihr? Und ich sagte, ja, ich bin der Dieter Lüthi. Ja, komme von Leissig. Und dann hat er relativ in einem scharfen Ton gesagt, hey Kollege, du kannst froh sein, lebst noch. Du hast x Minuten keinen Sauerstoff mehr gehabt. Das ist ein Wunder, dass mit mir kannst du reden. Das musst du dir bewusst werden. Ich bin dann zu dem Spital rausgekommen. Dann bin ich in Tarachen. Und dort hatte ich mein Zweigespräch mit Jesus. Ich habe dann quasi so wie vorwurfsvoll gesagt, du hast mir versprochen, dass du mir hilfst, jetzt mach es aber auch. Ja, und seitdem wirklich, ich muss sagen, die harte Sachen, das ist wirklich weg. Und das ist ein mega schönes Gefühl. Ich weiss einfach für mich, ich gehe nicht allein auf Bern, jetzt einen Bahnhof. Ich weiss genau, dort wird ich herausgefordert und ich muss das nicht herausfordern. Heute ist Dieter Lüthi seit über 15 Jahren clean. Hier trifft er 2 Kumpel von der Biker Church Burgdorf. Ja, das ist schon lange gesagt, sie sollen noch was. Eure Biker Church, das ist wie jeder andere Kirche. Wir glauben erstens mal an Jesus. Und wir haben einen anderen Gottesdienstbetrieb als in einer normalen Church. Bei uns sind auch Leute, die du in einer normalen Church jetzt so nicht triffst, weil die fühlen sich dort wie nicht wohl. Das sind eher so ein bisschen anständige Leute. Die fühlen sich in einer normalen Church so nicht wohl. So ein bisschen beobachtet halt. Im Instrumentenshop von Pat freut sich Dieter, gleich mal das Schlagzeug auszuprobieren. So
Sucht und Zwänge prägen das Leben von Dieter heute nicht mehr. Auch im Umgang mit Alkohol ist er entspannt. Ich habe sehr gerne ein kaltes Bier. Es darf mal drei sein. Aber wenn ich trinke, fahre ich einfach nicht mehr. Aber so zum Grillieren, ein Bier oder mal ein gutes Glas Wein ist sicher gut. Aber es ist nicht mehr so wie früher, wo du es einfach gebraucht hast. Oder? Dass du gut drauf warst. Also, das gute Gefühl haben wir jetzt von neuem anders.